Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, eine starke Woche oder ein starker Wochenbeginn. Wir haben einen ja, knapp 200-Punkte-Sprung zum Freitagsschluss hier im DAX. Das Ganze angeführt ja, durch eine starke Wall Street, die wir sehen, die wir am Freitag schon gesehen haben. Und ja, die Ausgangslage am Freitag, die war gut, beziehungsweise die Bullen hatten eine gute CRV-Möglichkeit, gegen das Zwischentief zu arbeiten von Anfang August. Und ja, dazu möchten wir noch mal ein paar Worte verlieren. Wenn Fragen sind, allgemein gerne in das Fragenfenster im Chat posten. Dann können wir uns das Ganze anschauen. Ansonsten gehen wir direkt rüber oder über zu den Charts und haben hier den DAX vor uns in der Stundenansicht. Am Freitag gab es folgende Situation, dass wir durch diese Zwischenrallye ja, einen Fibo gezogen haben und auf das 76er Retracement hier aufmerksam geworden sind und eine mögliche hier dieses 76er Retracement ausgehend eben von diesem Anstieg vorher, und dann hatten wir Elliott technisch hier ein Zigzag-Muster, welches wir zählen konnten, und ja, diese Risikozone, also praktisch von 650 bis 500, hat dann dementsprechend die Stop-Möglichkeit für die Bullen definiert und ausgehend davon jetzt der Anstieg. Wir laufen jetzt gleich auf die ersten Widerstände. Die Widerstände definieren sich eben über die Hochpunkte vorher. Der erste wichtige ist tatsächlich diese 940, das ist das Zwischenhoch von letzter Woche. Und das Ganze wird dann eben noch mit der 13.050 ja, finalisiert. Das ist praktisch die Widerstandszone dann für den heutigen Handelstag. Was wäre eine Möglichkeit? Also interessant auf die Long-Seite wäre natürlich, wenn man einen Abverkauf, der in etwa so stattfindet, natürlich versucht, im Retracement zu handeln. Diese Situation würde dann dementsprechend gegen das Tief von Freitag möglich werden. Die zweite Situation, wie man das eben in die Trendrichtung handelt, wäre wie folgt, dass man eben einen Ausbruch über die 13.050 dann prozyklisch eben handelt und versucht dann diesen Ausbruch auf die Oberseite in Richtung 13.300 dann zu handeln. Das sind die zwei bullischen Optionen. Auf der Unterseite haben wir natürlich das Tief, was wir aktuell als Kontrollpunkt nehmen würden. Und unterhalb des Tiefpunkts vom Freitag wäre dann der Bär wieder dran und kann dementsprechend ja, auf einen Bruch dann eben hoffen in Richtung 515 und dann auch in Richtung des August-Tiefs bei 12.200. Okay, das ist die grobe Ausgangslage für den weiteren Verlauf. In der ja, sehr kleinen Zeiteinheit würde sich dann eben auch ein Fibo anbieten. Dass man dann diesen Anstieg, sollte der Widerstand jetzt eben tatsächlich wirken, dass man dann eben das Retracement jeweils sieht und dann im bekannten Retracement zwischen 38er und 61er Retracement sich dann eben auf die Pier schlägt. Ja, aktuell sehr stark, 13,50 wäre dann hier das nächste Ziel. Der zweite Widerstand eben. Okay, genau, soweit zum DAX. Wenn es Fragen oder Wunschwerte gibt, wie gesagt, einfach bitte im Chatfenster posten. Dann können wir uns diese Situation dann anschauen in den Werten. Wir würden dann übergehen zunächst zu den FX-Paaren, in dem Falle Euro-Dollar als erstes. Da hatten wir jetzt am Freitag eine interessante Situation. Wir hatten einen Bruch
dieses vorherigen Tiefs vom 11. August. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze wertet. Wichtig ist, wir hatten es letzte Woche bereits angesprochen, dass diese Woche ja sehr entscheidend ist für den weiteren Verlauf. Also ob sich der Aufwärtstrend direkt fortsetzen kann oder ob wir ja jetzt über mehrere Tage und Wochen dann eben seitwärts laufen. Für diese Woche wird es interessant sein, dass sich nach diesem Abverkauf ebenfalls eine Dreierbewegung einstellt und die gilt es dann zu beobachten. Im Idealfall eben auf das 61er Retracement. Das Ganze ist dann auch hier mit diesem Hochpunkt als Widerstand gekennzeichnet. Und diese Situation, die wird dann eben hier eine Entscheidung bringen, ob der Markt dementsprechend hier einen weiteren Abverkauf benötigt, also sprich so in etwa, also in Richtung 1,17, 1,16, damit eben diese Dreierstruktur dann beendet wird, oder dass die Korrektur dementsprechend hier vorbei ist. Die Korrektur hätte einen eher untypischen Charakter, und zwar hätten wir hier diesen ersten Schub, wir hatten hier eine B-Welle, die einen Fehlausbruch mit sich brachte und dann eben hier eine verkürzte zweite Abwärtsbewegung. Also es ist keine C, sondern wäre korrekterweise ein WXY. Diese Bewegung wäre dann mit dem Freitagstief beendet und das Ganze entscheidet sich dann eben im Hochpunkt, also über dem Hochpunkt des 21. August und gleichzeitig eben das 61er Retracement dieser kleinen Abwärtsbewegung. Und für die Bären ist dann eben hier diese Situation wie folgt, dass wir hier mit diesem Fünfer arbeiten und in diesem Bereich eben die große Entscheidung dann ansteht. Wir blicken dann auf den Goldpreis. Da hatten wir am Freitag ebenfalls, also der Freitag an sich war ein sehr toller Handelstag mit viel Bewegung. Im Gold haben wir ebenfalls die Möglichkeit einer Fünferbewegung, die ja seit dem 18. August lief. Und diese Situation wird ebenfalls jetzt spannend dann sein. Und zwar hatten wir am Freitag ebenfalls ein mögliches Retracement nach oben besprochen und die perfekte Zone eben für diesen Bounce wäre die 1975, das wäre das 61er, also so in dieser Fasson. Und dann haben wir ebenfalls die Entscheidung, ob der Markt dementsprechend ein tieferes Hoch hier etabliert. Das wäre dann ausgehend von diesem blauen Pfeil, also der Hochpunkt, tieferes Hoch und dann wäre hier ein weiteres tieferes Hoch. Und dann könnte der Markt dementsprechend hier abverkaufen, um eine tiefere Korrektur dann zu beenden. Das Ganze eben nach dieser Möglichkeit so. Bevor dann eben der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Es gibt noch andere Optionen, wie sich hier die aktuelle Struktur entwickeln kann, sodass man eben Tag für Tag die jeweiligen Zonen beobachtet und sich dann daran orientiert. Okay, also für diese Woche Dreierbewegung hier angedacht in Richtung 1975 und diese Zone hier oben, die wird dann wichtig für die nächsten Bewegungen.
Okay, also ich schaue mir gerade die Eröffnung an, welche Einzelwerte ja besonders hervorstechen. Es gibt heute natürlich die DAX-Änderungen oder Veränderungen. Das bedeutet, dass die Indizes angepasst werden aufgrund ja, der Wirecard. Die Wirecard fliegt raus aus dem DAX und auch aus dem TecDAX. Und da gibt es dann natürlich neue Firmen, die dann die Position jeweils einnehmen. Für den DAX steigt die Delivery Hero auf. In den MDAX kommen die Extron, die ist auch hier unter den Top-Werten im Moment. In den SDAX kommt, meine ich, Hornbach. Und in den TecDAX, da schafft es LPFK Laser. Und ja, das sind so die Veränderungen, die sich dann durch das Wirecard-Ausscheiden entwickeln. Wir können uns die Werte jeweils anschauen. Extron hier gleich als erstes. Ja, die Extron an sich sehr, sehr interessanter Wert. Wir hatten, wenn wir uns mal rauszoomen, ja hier einen großen Abverkauf, also nach der Finanzkrise sogar erst und danach dementsprechend diese Rallye. Und aktuell verläuft praktisch in diesem Corona-Abverkauf ein Retracement. Wir haben jetzt hier mit dem Tief. Also hier ist das Corona-Tief, genau das 76er-Retracement abgearbeitet. Die Schlusskurse, Sie sehen es genau drauf, also die Wohle war größer, aber Schlusskurse direkt am oder über dann diesem Retracement, somit ja, perfekt abgearbeitet. Interessant wird es dadurch, ob hier dementsprechend ein Impuls lief, also von 2016 bis 2018. Das würde bedeuten, dass sich hier dieser Anstieg eben in diesen fünf Wellen etablierte, dann dieser Abverkauf dementsprechend eine Korrektur darstellt, die im Prinzip ja so lief. Und der Markt jetzt eben hier diese B-Welle, die sich aus diesen beiden Hochpunkten etabliert, versucht rauszunehmen. Das ist so die grobe Erläuterung und jetzt auf einen möglichen Trade, also wie könnte man das handeln? Letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten, mit dem Fibo zu arbeiten, vom Corona-Tief auf dieses aktuelle Verlaufshoch. Am 22. lässt sich ein Fibo setzen. Hier ist dann dementsprechend diese Zone, 61er bis 38er Retracement. Dann interessant, also zwischen 10,20 und 8,60. In diesem Bereich sollte der Markt Support finden, um dann dementsprechend einen weiteren Anlauf zu nehmen und die 12,80 dann rauszunehmen. Das Risiko definiert sich natürlich hier im Tief, da sollte nichts mehr drunter gehen und so kann man sich hier einen Top-Trade letztendlich in der AXtron dann aufbauen für einen weiteren Anstieg. Und hier ist durchaus sogar die Möglichkeit da, dass sich der Wert verdoppelt. Warum verdoppelt? Ja, weil der Zielpunkt nach dieser Dreierbewegung auf die Unterseite natürlich im Hochpunkt des vorherigen Hochs liegt, also hier oben. Und das ist eben die 1990. Und vom aktuellen Wert, oder wenn es jetzt noch etwas tiefer geht, also in dieses Retracement, wäre das praktisch dann eine Verdopplung des Wertes. In der Extron, die sich hier durchaus einstellen kann.
Und die Bedingung wäre einfach, die Dreierbewegung muss zu Ende sein und das Tief aus dem 16. März sollte dann nicht mehr unterschritten werden. Okay, die zweite Möglichkeit, dieses oder ein sehr kurzfristigeres Denken wäre wie folgt, dass man eben von diesem Zwischentief kommt, sodass sich eben dieser Anstieg aufteilt, sprich wir haben schon die erste Bewegung, hier die Korrektur, wiederum die erste Bewegung, die Korrektur und so ist das Ganze sogar noch bullischer dann zu werten. Wichtig ist dann eben, dass der Zwischentiefpunkt hier bei 8,30 nicht mehr unterschritten wird. Und die Bewegung an sich wäre wie folgt, dass wir hier dementsprechend einen ersten Abverkauf haben, Gegenbewegung und ein weiteres tieferes Tief auf derselben Höhe, da würde dann diese Korrektur abschließen und dann wäre der Aufwärtstrend wieder möglich, wenn das Zwischenhoch hier in diesem Bereich dann nach oben aufgelöst wird. Okay, also sehr, sehr spannender Wert, gefällt mir persönlich sehr gut. Dann als zweites hat man die Hornbach, die in den SDAX kommt. An sich, man sieht es auch am amerikanischen Markt, die Baumarktketten, also der Einzelhandel, in diesem Segment sehr stark. Wir haben auch in der Hornbach eine Verdreifachung innerhalb von einem halben Jahr gesehen. Und ja, sehr beeindruckend, diese Performance. Letztendlich, wie kann man hier vorgehen in so einem krassen Anstieg? Letztendlich einfach abwarten, da ist das Momentum leider schon durch. Ja, was auffällt eben, dass man jetzt in den letzten zwei Wochen hier diese Konsolidierung hatte und das wäre dann später ein erster Support. So. Und hier bleibt dann für Interessierte nur die Idee aktuell, also so wird nach meinem Gusto. Hier müsste man abwarten, bis sich der Markt eben erstmal etwas beruhigt und eine mögliche Dreierfrequenz auf die Unterseite dann stellt. Und das erste wichtige Support-Level ist dann eben hier diese 30er-Marke. Das sind dann hier diese Tiefpunkte, die wir aktuell gesetzt werden. Also so wäre es natürlich traumhaft, wenn der Markt diese Chance gibt und tatsächlich dann dieses Muster vorlegt. Im Moment ist es einfach nur ein tierisch starker Trend, der eben nach oben geht und kann man auch direkt handeln für die Momentum Trader. Nach meinem Geschmack ist der Schub hier erstmal schwierig einzuschätzen. Da muss man ein Muster auf die Unterseite, eine Dreierstruktur dann sehen, die dann handelbar wäre. Im Moment einfach nur ein starker Trend nach oben, der läuft, solange er läuft. Die LPFK, ebenfalls ein sehr, sehr interessanter Wert, war ja letztes Jahr der Börsenstar und
Ja, hier hat sich ebenfalls durch den Corona-Abverkauf eine ja, interessante Situation ergeben. Und zwar hatten wir hier diese große Seitwärtsphase, die sich eben komplett über das Jahr 2016 bis 2019 eben entwickelt hat. Und dieser Bereich, und da ist es eben sehr, sehr interessant, wie sich der Bereich, der hier im Bereich 10, zunächst eben als Widerstand darstellt. Sie sehen eben den Hochpunkt, einmal versucht, zweimal versucht, dann eben sogar ein neues Tief gemacht. Hier ist ein neues Tief und danach, boom, Explosion nach oben. Und dieser Anstieg dementsprechend als Fünferimpuls, also sprich erster Schub, Gegenbewegung, zweiter Schub, Gegenbewegung und das Hoch. Und dieser Ausbruch eben über die 10, warum ist der interessant? Weil ich hier dieses Corona-Tief direkt sehe und dieses Tief liegt genau eben auf diesem überwundenen Widerstandsbereich oder einfach Bereich um die 10,80, dass wir das Ganze von oben kommt, einfach getestet haben. Und der Markt ist direkt hier nach oben angesprungen und hat jetzt eben diesen Bereich ebenfalls jetzt ja, das zweite Mal erreicht. In der kürzeren Zeiteinheit, also ich habe hier jetzt die 4 Stunden ausgewählt. Da wäre es halt interessant zu sehen, ob dieser Anstieg hier ja den ersten Trendabschnitt darstellt. Da lässt sich praktisch der Hochpunkt mit dem Tiefpunkt dann verbinden und auch hier einfach die Retracements beobachten. Nach meinem Geschmack würden sich hier zwei Möglichkeiten anbieten. Zum einen eben also eine Dreierbewegung, sprich wir haben hier diesen ersten Schub, Fehlausbruch in der B. Und dann würde eben ein weiterer Abverkauf hier folgen. Perfekt wäre natürlich das 61er Retracement. Und ausgehend eben von diesem lässt sich dann gegen das Tief hier vom 20. März ja tatsächlich sogar ein Long Trade formulieren, mit der Bedingung eben, dass dieses Tief nicht mehr unterschritten wird. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die C-Welle aufgrund eben dieses Fehlausbruchs nach oben verkürzt ist. Also tatsächlich sich so zeigt. Somit lassen sich direkt Long-Gedanken in einen Trade umsetzen. Bedingung ist die gleiche. Das Tief von Ende März darf nicht unterschritten werden. Und die dritte Möglichkeit ist, egal ob sich hier die C jetzt hier beendet hat oder jetzt noch ein bisschen tiefer muss, man kann das Ganze auch prozyklisch handeln. Prozyklisch bedeutet, dass man ja bei einem Ausbruch auf die Oberseite reingeht. Das wäre hier bei 25 der Fall. Sollte dieser Wert darüber gehen, wäre ein frisches Kaufsignal eben generiert mit erstem Ziel in Richtung 31 und dann später sogar die 38 für diesen Wert eben, der jetzt dann auch in den TecDAX mit aufgenommen wird. Okay, also soweit dann die LPKF Laser mit der heutigen Aufnahme in den TecDAX. Okay, und dann ja, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Das wäre praktisch Delivery Hero. Und hier habe ich den Chart ebenfalls so aufgerufen. An sich ja, Top-Erfolgsstory. Aktienkurs
bestätigt praktisch die Aufnahme, so soll das sein. Hier der IPO vor knapp 2 Jahren und ja, das praktisch dann diese Rallye, die sich dadurch ergeben hat. Jetzt aktuell folgende Situation: Wir haben jetzt vom Hochpunkt am 7. Juli eine mögliche Dreierbewegung, die abgeschlossen ist. Ich zeige die kurz ein. Also hier erster Schub, Gegenbewegung, zweiter Schub, tieferes Tief, perfekt. Und der Markt läuft nach oben. Sollte diese Dreierbewegung tatsächlich abgeschlossen werden, dann gilt es eben hier einen Ausbruch zu erwarten, also über 106,11. Würde dann einen Ausbruch bedeuten, mit dem nächsten Projektionsziel dann auf die 121 in diesem Wert. Die Alternative wäre, dass diese Dreierbewegung, wie gerade eingezeichnet, noch nicht fertig ist, sondern diesen ersten Schub bedeutet. Wir haben dann einen zweiten Schub in das Hoch, aber wir knacken das Hoch nicht und kaufen und verkaufen dann dementsprechend ja auf einen zweiten Abverkauf in Richtung am 38er Retracement hier bei 84 und ja möglicherweise sogar etwas tiefer in die anderen tieferen Retracements. Und das Ganze würde sich schematisch dann so zeigen. Deswegen habe ich dann hier die Action-Pfeile sozusagen, also unter dem Tief 89 wären dann hier die Retracements dran. Das ist hier dann der Zielkasten. Und über der 106 haben wir ein aktives Kaufsignal für einen weiteren Anstieg dann in Richtung 120 als erstes Ziel dann. Aufwärtstrend ist klar intakt und ja, somit wäre tendenziell sogar die bullische Seite zu bevorzugen. Wie definiert man einen Aufwärtstrend? Indem man eben höhere Hochs und höhere Tiefs hat. Und das ist hier der Fall, also Hochpunkt, Corona-Tief. Und seit dem Corona-Tief lässt sich das Ganze dann umso besser begutachten. Und so definiert sich dementsprechend der Aufwärtstrend. Und solange das intakt hält und so fortgeführt wird, kann die Aktie hier weiter steigen. Also direkt, wie kann man das handeln? Wer dementsprechend diese Dreierbewegung hier sieht, hat dann eben diesen Anstieg. Dann kann man in die kleinere Zeiteinheit gehen, wiederum mit einem FIBO arbeiten, dass man eben den Anstieg, der hier war, so setzt. Und dann erkennt man, oh ja, das ist hier sehr interessant. Das 61er wurde getroffen, zweimal. Und auch hier lässt sich durchaus eine Dreierformation wie folgt erkennen. Wir haben hier diesen ersten Schub, Dreierbewegung nach oben und dann dementsprechend dieser Abverkauf in der C tatsächlich. Das ist hier eine Impulsbewegung, 1, 2, 3, 4 und 5. Und somit lässt sich eben über diese Zone ebenfalls dann ein Trade formulieren. Also die 89 eben als Kontrollmarke. Das wäre dann das Risiko. Und hier wäre dann ausgehend von diesem Risiko eben der Ausbruch in 106 zu erwarten. Mit diesem Kaufsignal dann in Richtung 120. Okay, die Alternative natürlich prozyklisch. Hier muss man dann nicht über die 106, sondern in dieser Zeiteinheit über die 102,50. Damit diese Situation dann hier an Momentum gewinnt.
Okay, ja, soweit die neue Einsteiger in die Indizes, wenn Fragen sind oder vielleicht auch alternative Meinungen, sehr gerne per Chat oder per E-Mail. Ansonsten, wenn es noch Werte gibt, die Interesse wecken, ebenfalls gerne per Chat mitteilen. Ansonsten gab es eine Frage zu EA. Okay, also Electronic Arts an sich, Spielehersteller, die berühmten Sportspiele, FIFA, NFL, Basketball. Und das Thema Gaming an sich, sehr ja, trendig im Moment. Es erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Letztendlich, ich habe hier jetzt erstmal den Anstieg vom Tief der Finanzkrise in Anführungsstrichen genommen. Mit einem FIBO. Einfach mal hoch und tief verbunden. Und was auffällt, ist ja, dass diese Korrektur im Jahr 2018/19 genau die Hälfte dieses Anstieges korrigiert hat. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der Chart vollständig ist oder wann der IPO direkt vorgenommen wurde. Also wir haben Daten hier bei uns seit 2005, also 2005. Und okay, also diese erste Bewegung, zack, direkt dieses Retracement. Jetzt ebenfalls ja, diese Seitwärtsphase seit 2019 und dann der Ausbruch tatsächlich über diesen Bereich. Und ich würde ja, zwei Möglichkeiten besprechen, und zwar, ja, dass die Korrektur tatsächlich mit diesem Tief zackig abgeschlossen wurde und wir befinden uns in einer neuen Bullphase. Ja, das bedeutet, wir sind kurz davor, ja, den Ausbruch über 150 zu schaffen und dann hätte der Markt hier ein Potenzial, also frischer Ausbruch in Richtung 190 und dann eben 240. Das sind dann einfach die Projektionsziele dieser ersten Bewegung. Wie kommen wir dahin? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, dass der Markt hier tatsächlich einen Fehlausbruch hinlegen könnte. Das würde bedeuten, dass dieser Anstieg hier als Dreier dann zu werten ist und wir müssten praktisch diesen ersten Abverkauf ein zweites Mal wiederholen. Also nochmal ein zweites Mal in Richtung 80, 62 möglicherweise in diesen Bereich hineinfallen. Und danach ja, wäre diese Dreierstruktur möglicherweise abgeschlossen und wir könnten auf die Oberseite gehen. Das ist natürlich ein sehr negatives Szenario. Wir versuchen eher mit dem Trend zu denken und nicht in dieser ja, hätte, wenn und so weiter. Sondern wir haben jetzt trade-technisch die Möglichkeit, jeweils immer mit dem Tiefpunkten zu arbeiten.
Und hier wäre die Möglichkeit eben, diesen Anstieg an sich mit einem Fibo zu versehen. Und letztendlich diese Zone hier zwischen 123 und 110, na, die kennen wir ja schon, das war dieser Ausbruchsbereich, dass diese Zone halt möglicherweise erreicht wird. Das ist für den Long Trader hier die perfekte Situation, um dann eben diesen Aufwärtstrend weiter handeln zu können, mit einem Top-CRV dann gegen das Corona-Tief. Also gegen dieses Level hier. Um dann dementsprechend hier diesen Ausbruch auf die Oberseite zu bekommen. Ansonsten, es wird auch prozyklisch gehen. Man versucht eben den Ausbruch über diese 150 nach oben zu traden, um in diese Bereiche dann nach oben zu kommen. Das wären so die Möglichkeiten, aber an sich top Aufwärtstrend. Aktie sieht sehr interessant aus, um eben ein weiteres Hoch zu markieren und dann eben in diesem Trend weiter anzusteigen. Projektionsmarken sind dann, denke ich, klar, wie die entstehen. Wenn sich alle Long-Aktivitäten an sich in diesem Wert, die definieren sich über das Corona-Tief, wie fast wirklich alle Werte. Die Frage wird sein immer, ob eben Rücksetzer kommen. Und diese Rücksetzer, die sind dann im Idealfall tatsächlich so zu identifizieren als Dreierbewegungen, die dann eben über das Retracement weiter in Long-Richtung dann gehandelt werden können. Okay, ja, der Markt weiterhin sehr stark. Wir haben aktuelles Tageshoch 985. Später, genau, haben wir die Barbecue-Sendung um 15.15 Uhr. Da fokussieren wir uns dann mehr auf den US-Markt. Vielleicht schon mal hier ein kurzer Überblick. Wir hatten am Freitag die Situation besprochen, dass der Markt am Donnerstag bereits hier dieses 127er Extension-Level erreicht hat und am Freitag eben das Tief nicht unterschritten hat. Und dann haben wir uns mit dem 76er Retracement hier, das war genau die Handelseröffnung, besprochen. Und dass hier ebenfalls eine interessante Situation vorliegt, die man auf der Long-Seite dann wahrnehmen kann. Jetzt hat sich am Freitag direkt Käufer gezeigt und heute schiebt sich der Wert weiter nach oben. Und hier haben wir eine interessante Situation bereits jetzt vorbörslich vorliegen, dass wir eben diesen Abwärtstrend und diese gemachten Hochpunkte überschritten haben. Interessant wird es jetzt sein zur Eröffnung später, ob sich so eine Bewegung nach unten zeigt. Und diese Bewegung lässt sich dann durchaus mit den Tiefpunkten hier in weitere Long-Signale dann definieren, sodass dann der Aufwärtstrend hier fortgesetzt wird. Im Prinzip geht es im Dow darum, den
den Hochpunkt eben vor Corona zu erreichen. Der Nasdaq und der S&P haben das jetzt gemacht, also der S&P vor allem letzte Woche. Und ja, genau dieser Ausbruch, der wird jetzt dann eben wichtig sein, dass wir diesen beobachten und dass der Trend dann hier weiter nach oben geht. Okay, wenn es Fragen gibt, gerne nochmal ins Chatfenster. Tesla haben wir am Freitag besprochen, auch Werte aus diesem Bereich, also aus der Branche. Wer will, kann sich das Video von Freitag anschauen. Da wäre die Tesla unter anderem dann dran. Letztendlich diese Woche kommt es zum Split in den Aktien von Tesla und Apple. Und in der Tesla, genau das wäre die Skizze jeweils. Und wir hatten hier ein Ziel von 2250. Zunächst und ja, das wäre dann praktisch das 261er Extension Level dieses Anstiegs vor Corona, der dann dementsprechend hier absolviert wird. In der Tesla wird es jetzt in den nächsten Tagen ebenfalls interessant, nicht nur wegen dem Split, sondern dass hier möglicherweise ein Impuls zu Ende geht. Haben wir jetzt ebenfalls besprochen. So. Die Alternative wäre, dass sich hier in diesem Hoch die 3 vollendet. Wir bekommen einen kleinen Dip, der dann dementsprechend weiter nach oben dann vollendet wird. Okay, aber hier ebenfalls aktueller Aufwärtstrend intakt. Wir verfolgen dann weiterhin die Situation. Okay, dann ja, bedanke ich mich für die Zeit, das Interesse für die Show. Ansonsten, wenn Sie mögen, 15:15 CMC Barbecue dann für den US-Markt. Und wenn Fragen sind, gerne in den Chat, dann schauen wir uns die ganze Situation an. Und in dem Sinne, good trades, viel Erfolg und Ade.